Es geht um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Polizei durchsuchte. Bei den Aktivisten der letzten Generation gab es heute bundesweit Hausdurchsuchungen. Der Vorwurf, die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Jetzt in den Sat.1 Nachrichten. Einen schönen guten Abend. Hier sind die Sat.1 Nachrichten. Das hier beschäftigt uns heute. Bundesweite Razzien. Nach der bundesweiten Razzia bei der letzten Generation hat die Sprecherin den Einsatz verurteilt und zu Protesten aufgerufen. In 7 Bundesländern hatten Beamte heute Wohnungen und Geschäftsräume der Klimaaktivisten durchsucht. Der Vorwurf, das Sammeln von Spendengeldern für eine kriminelle Vereinigung. Christine van den Bongaert und Franziska Lang mit den Bildern. Wenn sich 2 streiten, freut sich der Dritte. Der Ärger um das Heizungsgesetz bietet jedenfalls jede Menge Angriffsfläche für die Opposition. Denn in der Ampel rumort es gewaltig. Die FDP stellt auf stur und will sich für das Gesetz bis Oktober Zeit nehmen. Die Grünen warnen vor einer Regierungskrise. Sie wollen noch vor der Sommerpause eine Entscheidung. Alba Ahlers und Tim Lieberknecht mit Einzelheiten. Noch heute können Wahlberechtigte in Deutschland ihre Stimme für die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei abgeben. Und unter den Türken hierzulande gibt es besonders viele Fans des amtierenden Präsidenten Erdogan. Anders als in der Türkei. Daniel Peters mit Hintergründen. Die Suche nach Mehdi am Arade-Stausee in Portugal wird fortgesetzt. Und direkt am Arade-Stausee ist meine Kollegin Franziska Troger. Franziska, wurde denn bei der Suchaktion schon etwas gefunden? Franziska Troger war das vom Arade-Stausee. Dankeschön. In Deutschland rauchen noch fast ein Viertel der Menschen und mehr als 127.000 sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. In Schweden hingegen ist Rauchen sehr viel verpönter. Zudem herrscht fast überall Rauchverbot, sodass sich das Land bald offiziell rauchfrei nennen darf. Was es dazu braucht und wie Schweden so ein Vorbild geworden ist, weiß Lena Hornstein. Der umstrittene Milliardendeal für die Bundesliga ist geplatzt. Bei der Abstimmung heute Nachmittag gab es nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit für einen Investor in der deutschen Fußballliga. Nun steht die DFL vor einer Zerreißprobe. Wie es weitergeht, ist offen. Timo Michelsen. Und jetzt zeigt uns Anneke Dürkop die sonnigste Ecke Deutschlands und hat dazu noch tolle Wochenendaussichten im Wetter. Danach geht's hier weiter mit The Taste. Ganz viel Spaß und schönen Abend.